Ja, lassen wir das. Dann denken sich jetzt bestimmt, what the fuck? Ja. Hat der Junge nichts zu tun. Die Jungens. Aber keine Sorge, in 2 Wochen bin ich raus, ist ja Klapse. Weil? Weil mein Arzt gesagt hat, in 2 Wochen komme ich raus. Einfachste Begründung. Da gibt es kein ewiges Hin und Her und Begründen. Wenn der Arzt das sagt, dann ist es so. Der hat den weißen Kittel an. Irgendwelche Einwände? Ja. Gut. Dann heb sie dir auf. Okay. Ich hab jetzt hier diesen Berg so ein bisschen ausgehöhlt. Und was ist mit diesem komischen Berg hier los? Der sieht so leer aus innen drin. LOL. Was habe ich natürlich nicht rausgeholt? Den roten Clay, aber ich muss eh noch den anderen mitnehmen. Wenn du dich einfach nach unten buddelst, dann hast du da so einen, ich heb hier gerade so einen einfachen, wieder orangene Clay-Eckraum aus. Und dann sieht das eigentlich richtig nice aus wegen dem Clay. Also wenn du wirklich so faul bist, dann buddelst du dich einfach nach unten, hast ein schönes orangenes Haus und alles ist in Ordnung. So, wo buddelt denn hier jetzt jemand mal den Clay auf hier? Wer buddelt wo? Ich buddel hier. Ich buddel hier. Wieso buddelst du da hinten? Weiß ich nicht. Ich habe hier irgendwann mal angefangen und dann dachte ich, komm, dann baue ich den Berg hier ab. Abgesehen davon, dass hier so grässlicher gelber Clay ist, den du nur in einem Sandstein-Schwimmingpool verwenden kannst. Das war übrigens mit Absicht falsche englische Aussprache. Mhm. Wieso buddelst du da hinten? Warum sollte ich nicht? Ja, weil das Argument im ersten Gang um die Kurve fahren, weil ich immer im ersten Gang abbiege, zählt auch nicht. Ja, weil eine gute Begründung ist nämlich immer wichtig, weil... Meinst du das jetzt ernst? Eine gute Begründung ist immer wichtig, weil das eben halt so ist. Sicher? Ich hab mal vor, so Zitat Deutschlehrer. Wir Deutschen haben eh die geilsten Wörter ever. Weißt du, im italienischen Farfalla und in den anderen schon Butterfly und im deutschen Schmetterling. Oder Ambulance. Krankenwagen! Hey, der ist heute. Ah, nein, ich erzähl's besser nicht. Dann halten mich alle noch für einen ganz schlechten Autofahrer. Ich erzähl's dir nachher, aber nicht jetzt hier. Hey, das ist mein Berg. Den baue ich ab. Naja, hol dir raus, was da doch zu retten ist. Was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Nenn mir doch bitte mal das englische Wort für Zeitgeist. Zeitgeist. Danke. Die Engländer sind so einfallslos. Sauerkraut, Kindergarten. Ich bin also ein bisschen schneller als du, hä? Soll ich meine Pickaxe rausholen? Meine richtige. Mein hat Efficiency 5, ha. Und? Brauche ich das? Nope. Hat mich nur insgesamt 66 Level gekostet. Fail. Ich hatte nämlich erst eine normale Pickaxe mit Efficiency 4 und dann habe ich noch das gefischte Buch, Efficiency 4 Buch. Aber ich musste dann noch draufklatschen und dafür noch Level bezahlen. Na und? Das sind nicht meine Level. Ich wollte nur sagen. 20. Wer spielt hier öfters offline auf dem Server? Das Schaf da hinten. Das Schaf? Meinst du dieses grüne Schaf dort auf dem Berg, was mit so einer komischen Diamantpickaxe und nur in Hose und Schuh da rumläuft? Ich
weiß nicht, was du machst. Wenn wir hier jetzt noch ein Haste 2 Beacon hinbauen, dann ist das Der lässt einfach jemand Dings und sammelt ihn nicht auf. So. Hier mach ich noch Putti und dann geh ich. Ich kann. Was denn? Da, er hatte weg damit. Ich konnte kein Clay mehr aufsammeln, stell dir erstmal vor. Ist noch irgendwo rot? Ja, da oben ist noch rot. Der hat jemand den Berg ausgehöhlt. Was? Nein. Oh, ich kann rot nicht aufsammeln. Erde weg damit. Geh weg. Hat da jemand sein Inventar nicht ausgeleert? Oh, ich bin schon voll. Ist aber voll komisch. Yay, Pick ist kaputt. Tschüssi. Auch wenn ich hier weiter mal, bis die PKs kaputt ist, habe ich ein Problem. Ja, dann ist dein Inventar eh voll. Mann, das ist noch halb voll. Lol. Hab gar nicht so viel gefahren, wie ich dachte. Naja, dann fahr ich die Brücke mal nochmal ein. Nein! Haha, da muss doch jemand schwimmen. So, ich wollte noch was machen. Stack mach ich noch voll und dann geh mal heim. Ja, hat euch ja voll gelohnt jetzt. Für 7 Sand. Kann man schon eine Sandfarm bauen? Und jetzt lauf, Laufschlampe, los, knack. Lauf. Warte, ich bin schon fast daheim. So, und übrigens, in meinem Haus ist ein Creeper drin. In meinem Haus drin. In dem drin. Na, okay. Danke für die Vorwarnung. Bitte. Ich lese währenddessen noch etwas aus dem Hiobsbrief vor, oder doch lieber nicht. Ezechiel vielleicht? Oder nein, der erste Korintherbrief. Der erste Korintherbrief. Die Offenbarung. Psalm 10, Vers. Hey Junge, die Offenbarung ist viel geiler. Denn ich will euch darüber nicht in Unkenntnis lassen, ihr Brüder, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren und alle durch das Meer hindurchzogen. Ja, ist klar. Ich zieh auch gleich ein Tambour durch. Und da zieh ich einen Strich. Und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und im Meer. Ich glaube, der die Bibel geschrieben hat, hat was genommen. Martin Luther kann nichts dafür, der hat einfach nur übersetzt. Gut, dann sag aber auch nichts gegen das Lukas-Evangelium. Wo ist super Geschichte. Wo ist denn der Creeper oben? One shot. Bei mir weiß ich blöderweise, wo er herkam. Trotzdem paranoid und überprüfe jetzt alles nach Creeper. Ja, ich auch, seitdem der Creeper hier drin war. Ich bin voll para. Nur Ido. Ich könnte mal weiter bauen. Wieso habe ich jetzt so viel grauen Klee gefarmt? Ja, das kann ich auch gar nicht. Brauchst du noch hellgrauen Clay? Nee. Das ist jetzt nicht mein Problem. Na. Was denn? Hast du denn ins Postsystem gelegt? Nein. Hab ich gar nicht. Achso, hier übrigens. Du hattest das weggeschmissen, jetzt kriegst du es wieder. Was denn? Hm? Ich hab dir noch ein bisschen was mitgegeben. Ah, ein Clay kommt jetzt gerade an. Ja, und das andere hast du gerade eben weggeschmissen. Umweltverschmutzer, das nimmst du schon wieder an dich. Da kommt Erde. Ja, jetzt muss ich mal gucken, was hier am besten aussieht. Orange. Oder gelb. Beige. Auch immer gut.
Bevor ich jetzt wieder auf irgendeine Minentour gehe, mache ich erstmal das hier fertig, damit das Haus mal ein bisschen vorankommt. Könntest du mir da bitte mal die Mine zeigen, oder warst du da schon drin? Wie jetzt? Wo du reingefallen bist, vor dem Haus. Ach so. Ne, warte, ich weiß, ob ich eh noch besser reinkomme. Okay, klingt vielleicht falsch. Muss ich zugeben. Ja, orange. Orange ist in Ordnung. Wird mal Zeit, dass hier ein bisschen dunkel drin wird in dem Haus. Muss ein Dach rein. Sonst regnet es noch rein. Das wollen wir nicht, weil dann schon mit der Fußboden. Und wenn wir jetzt hier noch ein bisschen Klei hin klatschen und hier noch ein bisschen. Ich weiß nicht, was drin ist. Dann können wir uns schon mal daran machen, hier noch die paar Pistons hinzusetzen. Das ist ja schön. Ich grübe gerade über was nach. Und dann testen wir das Ganze mal auf und drücken hier auf den Knopf. Es geht. Oh ich yeah. Ab sofort gehe ich mir Maus nur noch Knöpfe suchen. Ne, ich hab mir unten eine Farm gebaut und die finde ich irgendwie voll cool. So war schön. Weil die nämlich in der Art noch so niemand gebaut hat mit dem Design. Ja. Na dann. Boah, da war ja noch eine Decke. Ja, Bommel wäre jetzt schön. Kennst du dieses Gefühl? Wenn man Bommel will. Aber kennst du? Genau das Gefühl habe ich gerade. Dieses Gefühl habe ich jetzt nicht mehr. Ich habe Bommel. Ohne Ende. Willst du welches? Okay. Ich habe selber genug Bommel. Schade. Ja. Also, was machen wir denn jetzt? Was zum Geier? Thessalonischer Brief. Thessalonischer Brief? Der zweite Brief, der Thessalonischer. Timotheus, Hebräerbrief, Petrusbrief, Offenbarung. Die Offenbarung. Genau, die ist spannend. Die habe ich als einziges Buch in der Bibel wirklich mal gelesen. Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Bälde geschehen soll. Und er hat durch Sendung seines Engels, seinem Knecht Johannes, kundgetan, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt, alles, was er gesehen hat. Selig der, welcher vorliest, und die, oh, ich bin selig, weil ich vorlese. Hm. Also, warte. Die, welche hören die Worte der Weissagung. Ach ja, die Bibel ist schlecht. Ach. Was denkst du, wieso dieses Buch so schlecht verkauft? Es ist das meistverkaufte Buch der Welt. Also, da sind jetzt eine Menge Leute enttäuscht. Was heißt das meistverkaufte Buch der Welt? Die meistverkauften Bücher in einem Buch. Ja, das muss man nicht immer so genau nehmen. Ich nehme aber alles genau, was ich höre. Sodele. Pup, 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 pup. Du hast nicht zufälligerweise Silk Touch, oder? Nein, hätte ich gerne. Ich bräuchte auch. Dann, wenn du dann irgendwann mal haben solltest. Oder ich enchant einfach auf Glück. Du kriegst das jetzt wahrscheinlich, so wie ich dich kenne. Ich habe aber gerade keine 30 Level zur Verfügung. Oh. Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote-Host geschlossen. Ja, mein Internet ist scheiße.
Ja, gut, das sieht jetzt keiner, was ich gerade für Muffin ist, aber egal. Apfel. Apfel. Eine Sekunde, es dauert noch ein bisschen, bis das Internet wieder gut ist. Nein, ich hab's schon. Ah, Wasser. Er trinkt doch. Oh mein Gott, der Tittenfisch. Oh, I have a nice idea. A nice idea. It could work. Yay! Ach komm. Halt, Klapp. Halt die Klappe. Halt den Klappen. Hier, das ist eine Insel. So, let's gucken mal unter das Wasser. Vielleicht sehe ich ja, wo ich letztens aufgetaucht bin. Das ist überall Gravel. Und da trinkt man. Da will ich nicht hin. Hier irgendwo. Könnt's mal hell werden? Danke. Ah, da geht's rein. Ich hab's Loch gefunden. Eisen. Komm zu Papa. Ach komm schon, Internet. Internet macht's mir schwer. Jetzt ist es wieder da. Also, schön, dass wir da sind. Ich bin schon die ganze Zeit da am Eisen abfarmen und alles und hier fehlt eine Fackel. Hi, Mr. Zombie. How are you? Zombie. I think he's dead. Okay. Aber nur sonntags. Okay. Und Freitag. Aber das nur jeden zweiten Monat, im zweiten Freitag im Monat. Ich dachte jeden dritten. Ach stimmt, das haben sie jetzt geändert. Ja. Ach, Wie Mann. war das mit, es darf sonntags nicht gearbeitet werden und wer hätte sonntags dann bitte schon die Kirche? Gell? Das heißt, alle Pfarrer sind Sünder. Cool, hier ist ein Canyon. Hahaha. Hier würde ich mich mal durch. Ich weiß nicht, ob das eine so gute Idee war. Also ich buddel gerade so. Also ich heb meinen Keller aus. Es ist schön, meiner ist so fast ausgehoben. LOL. Ah, da Rofel ist ein Slucht. XD. Slucht. Slucht. Chinesische Slucht. Scrub, es hat mir gebrochen die Lippen, als ich hineingefallen bin. Das Eisen. Eisen. In der chinesischen Slucht. In der Slucht ist Eisen. Hier ist noch mehr Eisen. Hast du jetzt zufällig auf die Uhr geguckt? Doch, das habe ich jetzt gerade wieder und ich würde sagen, wir müssen die Aufnahme beenden. Yay, nein, ja, nein, doch, nein. Doch. Hier ist Holz. Und es beendet hier mal die Aufnahme und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Ciao. Tschüss.